Hallo und einen wunderschönen guten Morgen am letzten Tag des vorletzten meteorologischen Sommermonats Juli. Mit dem morgigen Dienstag beginnt dann der letzte meteorologische Sommermonat August. Und für alle, die sich jetzt erhoffen, dass das Badewetter in irgendeiner Art und Weise zurückkommt, muss ich enttäuschen. Es geht gefühlt zu kühl, deutlich zu nass und windig, teils stürmisch weiter. Kurz, wir erleben momentan eine Phase, dass wir sagen können, ein Sommer, wie er früher mal war. Und das klassische Ferienwetter wird deshalb auch zermürbt, weil wir in die neue Woche mit kräftigen Regenfällen im Norden starten. Im Süden haben wir noch so eine kleine Schonfrist mit trockenen Abschnitten und auch ein bisschen Sonnenschein. Hier gibt es übrigens dann noch einen Tagesverlauf von 25 Grad in der Spitze. Am Dienstag selbst wird es dann pitschepatsche nass im Süden. Hier drohen sogar ganz lokale Überflutungen. Und auch die Aquaplaning-Gefahr spielt durchaus eine Rolle mit dem kräftigen Wind. Bitte beide Hände ans Lenkrad auf den Autobahnen. Da wird die Sicht zum Teil gleich null sein. Im Nordwesten gibt es dann Schauerwetter. Da ist dann auch mal stürmischer Wind dabei oder auch mal kleiner Hagel bzw. Graupel. Und dann geht es in Richtung Wochenmitte. Da gibt es dann wieder sehr viel Wind. Windhöhepunkt am Donnerstag mit zum Teil Sturmböen in den Mittelgebirgsregionen. Und gerade nach Nordwesten und im Süden wird es weiterhin Regen geben. Da werden dann auch Bäche und kleinere Flüsse ein bisschen anschwellen. Das betrifft dann insbesondere die südlichen Landesteile. In Richtung Wochenende sieht es dann auch sehr wechselhaft und dann auch gefühlt zu kühl aus. Weitere Informationen dazu gibt es im Laufe des Tages bei uns auf der Website und in der App. Euch erst einmal einen guten Start in die neue Woche.